Hallo ihr Lieben, mein 27.635. Video über Empathie und Klarstellung zum Thema Empathie. Es ist wirklich zum Lachen. Wann immer ich, wie ich das jetzt schon länger tue, sage, dass wir unsere Gesellschaft auf der Grundlage von zwischenmenschlicher Empathie aufbauen können und vor allem eben auch unsere politischen Institutionen auf der Grundlage von Empathie aufbauen. Und ich meine, ich bin ja nicht der Einzige, der das sagt. Immer mal wieder kann man auch sowas lesen wie Empathy is a political value. Kommen die Leute um die Ecke, die einem Folgendes erklären. Ich lese jetzt mal vor, einen Tweet, den ich erhalten habe darauf. Als ob Empathie etwas a priori Gutes wäre, Gutes in Anführungszeichen. Sie ist weder in Anführungszeichen richtig. Täuschung und Manipulation von Empathie gehört bei Tier und Mensch zu den erfolgreichen Verhaltensmustern, noch wird sie nur für Gutes eingesetzt, siehe auch Aufstachelung zur Gewalt durch Empathie. Ja. Mit sowas darf ich mich jetzt seit mehreren Jahren rumschlagen und meine Frage ist, was macht man denn da als Mensch? Ich meine, auf das Thema Empathie im engeren Sinne, also wirklich ganz explizit bin ich vor vielleicht 10 Jahren gestoßen, als ich ein bisschen mehr mit der Mary Miyashiro zu tun hatte, die dieses wunderbare Buch The Empathy Factor, der Faktor Empathie, geschrieben hat. Eine Businesswoman durch und durch aus dem GfK-Bereich, aus dem Bereich gewaltfreie Kommunikation, die also irgendwann dem Marshall Rosenberg über den Weg gelaufen ist und dann da was ganz Eigenes draus gemacht hat, also aus der sehr, sehr toughen Businesswelt, aus der sie kam. Also sie hat vor allem Geschäftsführer moderiert in Strategie-Meetings, das war so ihr Kernbusiness, und hat das dann verschmolzen mit also dem, was ein Marshall Rosenberg unter Empathie verstanden hat, hat was ganz Eigenes draus gemacht, hat also es ist die beste Verschmelzung von Businesswelt und Empathie, die ich persönlich kenne, also auch die authentischste, weil die Frau wirklich Ahnung hat von Business, American Business Lady, und also tolles Buch, tolle Frau. Und seitdem, spätestens seitdem, bin ich explizit auch mit dem Thema Empathie unterwegs. Das ist aber nicht das Hauptding. Das Hauptding ist, ich praktiziere Empathie den lieben langen Tag. Also es ist Teil von meinem eigenen Business, von meiner eigenen Profession. Und naja, was sind denn meine Erfahrungen mit Empathie, mit der Anwendung von Orientier? Also wirklich nicht Theorie, nicht was ich hier auf Twitter oder in meinen Artikeln oder meine Videos mache, nicht Rumtheoretisiererei, sondern Praxis. Und das ist halt wirklich nochmal was ganz anderes. Also ich kann es nur beschreiben, ungefähr, was ist denn da zentraler Bedeutung? Also zum Beispiel das Erste ist wirklich Bewertungsfreiheit. Hier in meinen Videos bewerte ich wahnsinnig viel. Ich bewerte Verhalten, ich bewerte in schwachen Momenten sogar Menschen, ja, was ich eigentlich nicht will. Aber im Coaching, in der Arbeit bin ich absolut bewertungsfrei, weil sonst würde ich überhaupt gar keine gute Beziehung zu meinem Gegenüber, zu meinen Kunden herstellen können. Und also Bewertungsfreiheit ist extrem wichtig. Wovon lebt Bewertungsfreiheit? Das ist auch vielen nicht klar, woher kommen denn die Bewertungen? Viele glauben, dass es sowas gäbe wie freischwebende Werte und die seien für Menschen ganz wichtig. Das ist aber nicht meine Sicht von Bewertungen. Ich erlebe es ganz anders. Hinter Bewertungen stehen tatsächlich ganz klassisch Marshall Rosenberg Bedürfnisse. Also es macht sehr viel mehr Sinn, über Bedürfnisse zu reden als über Werte, weil sozusagen die Wertung kommt von Bedürfnissen. Also wenn Leute Bewertungen machen, ist es sozusagen der Grund, warum Menschen bewerten und Steine nicht, ist, Menschen haben Bedürfnisse, Steine nicht. Das heißt, der Mensch kann kein wertungsfreies Wesen sein, weil er bedürftig ist. Ne? Also dem Moment, wo ich zum Beispiel großen, großen Hunger habe oder sehr, sehr müde bin oder unbedingt Abwechslung brauche oder Bewegung brauche oder halt andere Bedürfnisse, die Menschen halt so haben, den lieben langen Tag, kann ich nicht mehr Wertungsfreiheit sein, weil ich brauche etwas. Und insofern lebt halt zum Beispiel so eine Tätigkeit, wie ich sie mache, also meine Coaching-Tätigkeit, davon, dass ich in dem Moment, wo ich coache, meine eigenen Bedürfnisse einigermaßen gut befriedigt sind. Sonst werden eben in mein Coaching Bewertungen einfließen. Und wenn Bewertungen einfließen, dann ist es halt vorbei mit dem guten Coaching. Ja, dann ist auch vorbei mit der Empathie und deswegen funktioniert das nicht. Also Wertungsfreiheit ist sehr wichtig. Dann eben sozusagen, sind wir auf Augenhöhe? Ja, haben wir aber in der Situation eine gewisse Augenhöhe im Sinne von, ich bewerte dich nicht, du bewertest mich nicht, wir sind halt miteinander, wir sind uns einig, wir sind beide menschliche Wesen, wir sind beide gleich wichtig, keiner von uns ist gerade wichtiger, keiner ist unwichtiger. Also ist das da, ist das im Raum? Das ist auch sehr wichtig, ne, für Empathie. Wenn das nicht da ist, findet keine Empathie statt, automatisch. Das ist ein 1A-Empathieblocker. Wenn das anders ist, ne? Also wenn Hierarchie im Raum ist oder Status im Raum ist. Was ist noch wichtig für Empathie? Ja, weil so eine gewisse Ruhe, eine gewisse Zeit, also gewisse Ressourcen müssen da sein und eben Unmittelbarkeit.
Ja, man kann übers Internet und auch über Twitter empathisch sein. Ja, das ist ein Thema, das ich mit mehreren Leuten habe, dass sie mich notorisch darauf hinweisen, dass das ja möglich sei. Aber jetzt mal ganz freundlich. Die Unterschiede zu, wenn wir live beide in einem Raum sind, sind schon sehr groß. Und das ist ja auch nicht groß überraschend, weil die Spezies Mensch ist ohne Internet groß geworden und hat sich entwickelt, ist also angelegt auf unmittelbare Kommunikation und nicht auf virtuelle Kommunikation. Dass da also, wenn wir virtuell miteinander kommunizieren, für die biologische Ding, was wir halt sind, ein paar Dinge irgendwie nicht ganz so gut funktionieren oder schwierig sind, ist jetzt auch keine wahnsinnig große Überraschung. Und dass also umgekehrt gesprochen Unmittelbarkeit, unmittelbare Begegnung eine riesige Hilfe ist. Und dann kommt wieder das nächste Missverständnis. Viele Leute begegnen ja vielen Menschen im Alltag unmittelbar, ohne dass Empathie stattfindet. Ja? Und dann sagen die, ja, aber Unmittelbarkeit ist doch kein Allheilmittel. Ich habe doch die ganze Zeit unmittelbare Begegnungen, aber die sind alles andere als empathisch. Ja, es gehört halt nicht nur Unmittelbarkeit dazu, nur, sondern auch noch ein paar andere Dinge. Und genau diese anderen Dinge, genau vor allem die eigenen Bedürfnisse gerade gut befriedigt haben, ist halt im Alltag wahnsinnig schwer machbar. Übrigens auch für mich, ne? Also ich bin in meinen anderen Beziehungen, also zu meinen Freunden, meiner Nachbarschaft, meiner Partnerin, meinem Sohn, deutlich unempathischer als mit meinen Kunden. Man will es ja gar nicht laut aussprechen, es ist aber so. Ja? Und wenn man jetzt dann noch dazu sagt, dass Politik, also sozusagen politische Zusammenkünfte auf der Basis von Empathie laufen können, also dass wir sozusagen in der Politik mehr Empathie erleben könnten und praktizieren könnten als in unserem Privatleben, steigen einem die allermeisten Menschen aus, weil sie sich das schlicht nicht vorstellen können. Weil das so tief geframed ist, weil das so tief sitzt bei den meisten, dass sie sagen, naja, also wenn es einen Bereich gibt, wo Empathie den Raum hat, dann ist es der allerpersönlichste, der allerprivateste Bereich, aber doch nicht die Politik. Warum? Weil wir Politik die ganze Zeit überhaupt gar nicht mal ansatzweise empathisch erleben. Also es erscheint absurd. Das ist aber genau der Trick. Das ist genau der Trick, dass man das anders machen kann. Ja? Dass also sozusagen der Raum des Politischen der Raum der Empathie ist und eben gerade nicht der Raum des Privaten. Ja? Weil es uns für uns im Privaten sehr viel schwieriger ist, empathisch miteinander zu sein, als im Raum des Politischen. Das ist aber halt so weit weg von unserem Erleben und unseren Erfahrungen, dass es sich total gaga anhört. Ja, auch wiederum kann ich mich einschließen. Auch für mich hört sich das gaga an. Ist aber halt trotzdem so. Stellt euch vor, es gibt Dinge, die hören sich gaga an und sind aber trotzdem so. Ich meine, Wissenschaftler haben die ganze Zeit mit diesem Phänomen zu tun, dass sie neue Dinge entdecken und die hören sich halt für den Mainstream oder für den derzeitigen Common Sense gaga an, bis dann diese Dinge selber Mainstream werden. Dann hören sie sich gar nicht mehr gaga an, dann hören sie sich nach Common Sense an. Das ist also in der Geistesgeschichte, in der Wissenschaftsgeschichte schon so unzählige Male passiert, dass man also dieses Phänomen kennen könnte, dass es das gibt. Ja, so. Also kurz gesagt, meine Hoffnung liegt darauf, dass das eben auch ein solches Phänomen ist, dass es momentan sich total bescheuert anhört, wenn man das sagt, aber irgendwann für eine zukünftige Generation das einfach selbstverständlich Common Sense und Mainstream ist, der Raum des Politischen ist der Raum der Empathie und im Privaten, wie üblich, schlagen wir uns halt wie üblich die Köpfe ein, sind unaufmerksam, sind konkurrenzorientiert, haben Wettbewerb, haben Neid, haben Eifersucht, haben Statusspiele, aber halt nicht im Raum der Politik. Im Raum der Politik stellen wir diese Statusspiele künstlich auf Null, die sonst die ganze Zeit laufen, also stellen sie ein, blockieren sie künstlich, eben zum Beispiel durch sowas wie geloste Bürgerräte und diese Losungsprozesse, die auch innerhalb der gelosten Bürgerräte stattfinden, dass diese Gruppen immer wieder neu vermischt werden, weil das ist ein sehr effektives Mittel, um Statusspiele zu unterbinden. Und dann eben auch noch unmittelbare Begegnungen in kleinen Gruppen. Man hat keine Konkurrenz in diesen kleinen Gruppen untereinander. Man hat halt Themen, die man verschieden sieht, aber man ist sich sehr nahe, man begegnet sich und dort findet Empathie statt. Ne? Und das ist halt auch wirklich sehr gut erforscht. Ich meine, wenn ihr euch mal mit Freundschaftsforschung zum Beispiel auseinandersetzt, was die moderne Freundschaftsforschung, die dazu forscht, wie kommen denn Freundschaften faktisch zustande? Nicht wie wir denken, wie sie zustande kommen, sondern objektiv, empirisch erforscht, hört man spannende Dinge, die das, was ich hier gerade erzähle, stützen. Also die sich zumindest dem nicht widersprechen, sondern sich sehr gut in das Bild einfügen, das ich hier male. Genauso eben die berühmte erweiterte Kontakthypothese nach Gordon Allport, ja, auch die stützt das. Es gibt so viele Dinge, die das bestätigen, dass man, wie soll man sagen, allmählich auch an seinem eigenen Frame zweifeln könnte, dass Empathie was Hochproblematisches ist oder auch an seinem Frame, dass der Raum des Privaten der Raum der Empathie sei und eben nicht der Raum des Politischen. Ja, es gibt also verschiedene Hinweise, die darauf hindeuten, dass da an dem was merkwürdigen Zeug, das ich erzähle, vielleicht eventuell was dran sein könnte. Ja,
Aber man kann diese Dinge natürlich auch einfach ausblenden. Dann muss man seinen eigenen Frame nicht bezweifeln und kann weitermachen wie bisher. Da kann ich immer nur sagen, herzliches Beileid, weil das, du kriegst, was du kriegst. Also das ist halt, Leute, die denken, Empathie sei irgendwie problematisch, tun mir deswegen leid, weil ich ungefähr weiß, was in ihrem Leben passieren wird. Ja, warum weiß ich das? Weil ich halt seit vielen Jahren Menschen coache und ich kann auch sehen, wo die Leute selber beim Thema Empathie stehen, also wie viel Empathie sie praktizieren in ihrem Leben. Und ich kann euch sagen, die Leute, die es nicht tun, haben ein beschissenes Leben und die Leute, die es tun, haben ein gutes Leben. Das ist very simple. Ja, also es ist nicht kompliziert. Es ist halt für manche nicht ganz so leicht umzusetzen, zum Beispiel, weil sie selber in ihrem Leben noch nicht sonderlich viel Empathie erfahren haben. Und da kann man halt sagen, wenn du wenig Empathie bekommen hast, ist es relativ schwer, Empathie zu praktizieren und weiterzugeben. Also auch Empathie lernt man sozial, miteinander, voneinander. Und also Menschen, die sehr wenig Empathie bekommen haben in ihren Familien, in den Schulen, in denen sie waren, von den Lehrern, mit denen sie zu tun hatte, von ihren Mitschülern, in der Arbeit, im Ausbildungsbetrieb, im Studium oder sonst wo oder in der Nachbarschaft, die haben immer große Probleme mit Empathie, weil im Grunde, ich sage, also mein Bild ist halt immer, das ist wie mit Fischen über eine Bergwanderung reden oder eine gemeinsame Bergwanderung planen, aber der Fisch, der halt noch nicht mal aus dem Wasser raus ist, hat ganz merkwürdige Vorstellungen von dieser Bergwanderung. Ja, und dann unterhältst du dich aber, du versuchst gemeinsam zu planen, die Bergwanderung, aber im Grunde müsste der erstmal aus dem Wasser raus und müsste erstmal Beine entwickeln und müsste also ein paar Schritte vorher gemacht haben, bevor man mit dem sinnvoll über eine Bergwanderung reden kann. Das Problem ist halt immer, die Fische glauben immer, sie wüssten, was eine Bergwanderung ist. Ja, aber sie sind so weit weg. Das ist also, ich kann mir nicht helfen, aber es ist sozusagen, man redet mit Ahnungslosen. Ja, man redet mit Leuten, die glauben, Ahnung zu haben, aber einfach Ahnungslose sind beim Thema Empathie über Empathie. Ja, sie haben es einfach noch nie erlebt. Glauben aber zu wissen, was Empathie ist. Ja, das ist so wie Männer, die glauben, dass sie wissen, was es heißt, irgendwie schwanger zu sein und ein kleines Kind zu kriegen und ein kleines Kind zu haben und täglich zu versorgen, ohne dass sie je ansatzweise auch nur in der Nähe dieser Lage waren. Ja, aber sie wissen Bescheid. Das ist immer das gleiche Phänomen. Oder Politiker, die irgendwelche Dinge beschließen, was weiß ich, nehme jetzt irgendwas, über den Pflegebereich. Ja, sie machen Gesetze, Pflege und dann haben sie schlau gemacht und sie haben sich Statistiken sich angeschaut und sie haben sich beraten lassen und glauben jetzt, sie haben Ahnung vom Pflegesystem und vom Pflegebereich und machen dann Gesetze. Aber diese Gesetze, die diese Leute da machen, wenn die Leute, die in der Pflege täglich arbeiten, können immer nur sich an den Kopf langen und können sagen, diese Gesetze haben ahnungslose Leute gemacht. Oder auch ich selber war jetzt die letzten Jahre extrem betroffen davon. Ich arbeite ja in so komischen Coaching-Projekten oder hab das jetzt lange gemacht, die von der Arbeitsagentur aufgesetzt werden, von der Agentur für Arbeit. Habe ich viel gemacht. Ich war in 13, 14, 15 Projekten. Ich glaube, ich kriege auch gar nicht mehr alle zusammen, aber es waren viele. Bei unterschiedlichsten Weiterbildungsträgern war ich. Sehr unterschiedliche Projekte. Aber jedes Mal habe ich mich gefragt, wer designt denn diese Projekte? Wer denkt sich die denn aus? Und mein Gefühl war immer, das haben sich Leute ausgedacht, die waren nicht an der Beratungsfront, wenn man das so nennen will. Also die wissen nicht, was Beratung ist. Ja, also sozusagen jemand, der Ahnung hat, was Beratung ist, würde die Projekte so nicht aufsetzen. Und entweder haben sie das noch nie gemacht und wissen nicht, was da eigentlich passiert und was da eigentlich auch möglich ist. Oder sie haben es vielleicht sogar selber mal gemacht, sind aber jetzt schon so lange raus, dass sie es wieder vergessen haben. Auf jeden Fall ist es nicht designt von den Leuten, die das dann auch tatsächlich umsetzen müssen, also von Leuten wie mir. Und das habe ich mir nicht nur bei einem Design dieser Projekte gedacht, sondern nahezu bei jedem. Also sozusagen, ahnungslose Leute schaffen die Rahmenbedingungen, unter denen dann Leute, die Ahnung haben, arbeiten und versuchen, das dann zu retten, zu fixen im Rahmen des Möglichen, also den unguten Rahmen zu bespielen. Damit hatte ich selber 12 Jahre lang zu tun. Ja, also es ist immer das gleiche Prinzip. Ja? Ahnungslose Leute machen die Regeln. Das geht nicht gut. Also man kann es kompensieren, aber das geht halt dann auf die Substanz, auf die Dauer. Und ja, beim Thema Empathie ist es halt auch so, wahnsinnig viele Leute reden über Empathie, aber haben noch Empathie noch nie wirklich erlebt, haben Empathie noch nie richtig praktiziert und wissen also eigentlich gar nicht, was Sache ist, reden aber mit. Und das ist so schade, weil Empathie sowas wirklich Fundamentales ist. Auf irgendeiner anderen Ebene ist es halt gleichzeitig so, jeder Mensch ist sympathisch. Das ist ein Grundfeature des Menschen. Ja, es ist auch eher eine physische Reaktion. Also sehr wunderbar finde ich eben diese Äußerung von Franz de Waal in diesem einen Interview, das ich ständig verlinke, wo er sagt, most human beings have a misconception of empathy. They overestimate how complicated empathy is. It's very visceral, sagt er. Also sehr, es kommt from the guts, also es ist ein Ding der Eingeweide. Es ist sehr unmittelbar, es ist sehr physisch, was Empathie ist. Wenn es nicht so wäre, hätten nicht halt zahllose Tierarten, Ratten, Krähen, Hunde,
alle möglichen Affenarten nachweislich Empathie verhalten. Sonst könnte man dieses Verhalten nicht beobachten. Wenn es jetzt ein wahnsinnig kognitives Ding ist und man muss das üben, dann hätten wir alle ein Riesenproblem, dann wäre es nicht in uns angelegt. Aber wir sehen es ja an anderen Tieren, dass die Empathie haben und Empathie praktizieren. Eher problematisch ist, dass wir Menschen halt so abgelenkt sind. Wir machen so viel anderes, dass wir manchmal diese Grundfähigkeit, die wir alle haben, Empathie zu praktizieren, halt einfach nicht ausbauen und nicht nutzen, weil wir einfach so viel anderes zu tun haben, vermeintlich Besseres. Aber das Beste, was wir miteinander machen können, ist tatsächlich empathische Praxis. Das ist das Beste. Und wir vergessen eben oft das Beste und wundern uns dann, why life is so hard. Ja, also wir wundern uns, warum das Leben so furchtbar ist und dass vor allem das Zusammenleben, nachdem wir sozusagen das Beste, das aber in uns angelegt ist, überhaupt nicht genutzt haben, überhaupt nicht praktiziert haben. Ja, es ist so, aber da können wir uns dann nicht beklagen. Wir lassen halt das Beste, also wir lassen sozusagen die Zauberzutat weg. Wir lassen die Zauberzutat weg beklagen uns am Ende, dass das Essen nicht schmeckt. Das ist das, was wir aus meiner Sicht machen. Und ja, wir machen es halt kollektiv, gesamtgesellschaftlich. Das ist nicht nur eine individuelle Frage von Einzelnen, von persönlicher Praxis. Das ist keine Frage, die nur oder vorrangig an uns als Privatpersonen, Privatmenschen geht. Ja, werd empathischer, geh auf Empathiekurse. Ja, Empathiekurse brauchst du nicht. Jeder Mensch ist schon empathisch. Die Frage ist, was blockiert denn Empathie? Ja? Wenn wir davon ausgehen, dass wir alle eine grundempathische Anlage haben, wie wir es im Tierreich sehen, bei unseren Mitgeschöpfen, bei unseren Mittieren, wenn das ist, ist die interessante Frage nicht, wie lernt man Empathie? Die interessantere Frage ist, warum sind wir eigentlich nicht alle empathisch? Warum verhalten wir uns so oft unempathisch? Wie kommt denn das? Das ist die viel interessantere Frage. Also was blockiert Empathie, ist viel, viel, viel interessanter als wie lernt man Empathie? Wie übt man das ein? Weil das ist ja die Vorstellung, du nimmst halt diese Blöcke, diese Blockaden weg und dann entfaltet sich Empathie von ganz alleine. Und dann ist eben die Frage, was sind denn diese Blöcke? Was blockiert Empathie? Ja, und da wird es dann interessant und dann wird es dann halt aber auch sehr schnell politisch und nicht mehr. Du trainierst, ja, ich werde ein empathischerer Mensch. Und dann am schlimmste Variante, wir machen so Wertunterschiede zwischen, ich nenne das empathischen Aristokratismus. Ja, also das ist das Klassische, ne? Also Aristokratie sagt immer, es gibt wertvollere Menschen und es gibt weniger wertvolle Menschen. Woran dieses wertvoller festgemacht wird, an Herkunft, Blut, es gibt wertvolleres Blut und weniger wertvolles Blut oder Reichtum, ja, also oder Leistung oder so. Woran das festgemacht wird, was wertvoller ist und weniger wertvoll ist oder du hast mehr meditiert, ja, oder du bist weiser und dann bist du oder du hast mehr Philosophie gemacht und dann bist du ein. Das sind alles aristokratische Konzepte, weil sie auf Wertunterschiede zwischen Menschen und man erinnert sich, Empathie und Bewertung geht nicht zusammen, ja. Also sind es unempathische Konzepte. Aristokratismus ist in sich selbst zutiefst unempathisch, weil er genau etwas highlightet und fördert, was Empathie zuverlässig blockiert, nämlich Bewertungen, Wertunterschiede zwischen Menschen. Und dann gibt es eben die schlimmste Variante davon, aus meiner Sicht, aus meiner bescheidenen Sicht, das ist empathischer Aristokratismus, wenn wir also sagen, empathische Menschen sind wertvoller als unempathische Menschen. Ja? Und empathische Menschen sollen dann regieren. Das ist das Grunddenken von Aristokratie. Und wenn du selber Demokrat bist, dann kannst du da nicht mitgehen, weil du merkst, wie ungut das ist. Ja? Und dann wirst du also Leute wollen, trainieren wollen für Empathie, damit sie dann gute Regierende sind. Das ist aber nicht mein Denken, das ist nicht mein Konzept. Mein Konzept ist, alle Menschen haben eine grundempathische Anlage, nachweislich sogar eben bei Psychopathen, erstaunlicherweise. Die tun sich ein bisschen schwerer, aber man kann es einschalten, selbst noch bei Psychopathen. Ich rede jetzt nicht im Alltagssinne vom Psychopathen, sondern verbriefte ICD-10 diagnostizierte Psychopathen. Man macht Versuche mit denen und merkt, auch dort bei denen kann man Empathie fördern und einschalten. Es ist möglich, ja, nachweislich. Experimente, Wissenschaft. So, und ja, also sozusagen, die Anlage ist da, sie ist universalmenschlich. Die Frage ist halt, nutzen wir sie auch oder blockieren wir sie? Und wir blockieren sie, wenn wir sie blockieren, vor allem gesellschaftlich, durch Institutionen, indem wir zum Beispiel große Konkurrenzdruck schaffen, indem wir keine Unmittelbarkeit verhindern, also Leute nicht unmittelbar zusammenkommen lassen. Und wenn wir sie zusammenkommen lassen, sie nicht auf Augenhöhe zusammenkommen lassen. Ja, dann wirst du keine Empathie kriegen. Und dann wirst du eben auch in der Folge ein ganz merkwürdiges Empathiebild kriegen, aber als Resultat von gesellschaftlichen Prozessen, von gesellschaftlichen Institutionen, die das hergestellt haben. Und die im Grunde verschleiert haben, wie empathisch wir alle sind von der Anlage her und die diese Anlage dann halt nicht zur Entfaltung kommen lassen. Dann wird das Leben hart und schwierig. Vor allem das Zusammenleben, vor allem das Miteinander. Ja, also das kriegen wir nur politisch gefixt, wenn wir es gefixt kriegen.
Und ja, also ihr könnt weiter Empathie praktizieren. Ich meine, ich mache das die ganze Zeit. Ich mache das jetzt schon sehr lange. Ich mache es sehr intensiv. Ich würde auch behaupten, ich stehe da auf einem relativ hohen Niveau und weiß, wovon ich rede, ja, weil ich es eben jetzt schon jahrelang mache. Das ist nicht ursprünglich bei mir so gewesen. Also ich war ein extrem empathieblockierter Mensch, weil ich eben nicht sonderlich viel Empathie selber bekommen hatte. Hab mir das aber verschafft. Also sozusagen unter den empathietrainierten Menschen bin ich ganz vorne mit dabei, kann ich behaupten. Ja. Also jetzt schon nachweislich lange und ich bin damit auch sehr erfolgreich. Also beruflich bin ich extrem effektiv. Also ich kann Menschen ziemlich weit mit voranbringen durch meine empathische Arbeitsweise. Das ist jetzt keine Frage mehr bei mir, schon lange nicht mehr. Aber das ist halt nicht, wie man Gesellschaft verbessert. Ja. Das ist eine andere Ebene. Da muss man auf die politische Ebene und da muss halt institutionell was passieren, wenn wir eine empathischere Gesellschaft werden wollen. Und das ist halt kurz gesagt ganz einfach deswegen möglich, weil wir Affen sind oder Affenbeziehungswesen sind, Affenkleingruppenwesen sind. Und wir Affen, die wir nun mal sind, eine grundempathische Anlage haben, die wir halt nutzen können in der Politik oder eben nicht. Und momentan machen wir es nicht und dann sieht halt Politik so aus, wie sie aussieht. Dann sieht Gesellschaft so aus, wie es momentan aussieht. Wenn euch das gefällt, müssen wir nichts ändern. Mir gefällt es nicht, ich leide jeden Tag wie ein Affe. Ich leide wie ein Hund, ich leide wie ein Viech unter dem unterirdisch schlechten Empathieniveau in unserer Gesellschaft, unter dem unterirdisch schlechten Beziehungsniveau in unserer Gesellschaft. Also die Beziehungsqualität in unserer Gesellschaft ist so katastrophal, unterirdisch übel, dass mir ständig schlecht wird. Aber das bin ich. Ich bin anscheinend überempfindlich und ihr seid nicht ganz so empfindlich, deswegen mache ich was und ihr macht nichts. Ceterum censeo, Demokratiam esse sortiendam.